Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Ja, heute möchte ich euch gerne von einem kleinen Tagestrip erzählen, den ich und meine Freundin gemacht haben. Wir haben uns getroffen mit ein paar Freunden von uns in Heidelberg. Ja, und wer von euch Fülle-affin ist und so ein bisschen sich mit Lamy auskennt, weiß, dass Lamy in Heidelberg ansässig ist. Im Lamy Flag Store waren wir auch gewesen, oder Flagship Store, so gesagt, ja. Vorher waren wir aber noch in den Körperwelten. Sehr interessante Ausstellung, kann ich jedem empfehlen, der sich so über sowas Gedanken macht, über das Menschsein und so weiter. Kann ich wirklich empfehlen. Bilder darf ich leider dazu nicht zeigen, weil ich da vom Betreiber gleich gesagt bekommen habe, hier, wenn du das zeigen willst in einem Video oder so, ist nicht, ne? Okay, gut. Also, wenn die das nicht möchten, mache ich es auch nicht. Ganz einfach. Okay, also. Anschließend waren wir noch in einem sehr bekannten Heidelberger Schreibwarenladen. Und das war sehr gefährlich für mich, muss ich sagen. Denn, ja, also man geht da rein, es ist gleich ein riesengroßer Laden, ist es ein Familienbetrieb, den es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren gibt. Nämlich ist das der Schreibwarenladen Knoblauch. Und da gibt es zwar kein Gemüse, aber es gibt Tinten, es gibt Füller, es gibt Notizbücher, Blöcke, Schulbedarf, Dekokram, alles Mögliche, ja. Und das ist so toll. Also wir sind da reingegangen und mir ist gleich in den Sinn gekommen, ich muss doch gleich mal gucken, ob die vielleicht den Pelikan Souverän M1000 haben. Denn das ist einer von den Füllern, der bei mir ganz groß auf meiner Wishlist steht, ja. Und ich habe geguckt, die hatten die Souverän-Füller von Pelikan da, allerdings nur den 400er und den 800er. Also ich habe beide probiert, leider hatten sie den 1000er nicht. Dennoch wollte ich mal so gucken, wie das so ist, was das, wie das Schreibgefühl ist mit diesen tollen, aber recht teuren Füllern. Und bin dann auch so ein bisschen so ins Gespräch gekommen mit der Inhaberin. Habe dann dort auch gesehen, dass sie eine Marke haben, die ich zwar kenne, aber damit noch nicht weiteres in Kontakt gewesen bin. Und so kam es, dass ich dann im Laufe des Tages dort oder während des Aufenthalts dort einige Dinge habe mitgehen lassen bzw. gekauft habe. Und zwar einmal hier dieses kleine Döslein von Caveco. Gott sei Dank nicht nur das Döschen, sondern auch gleich mit Inhalt. Und zwar einen kleinen süßen Caveco Skyline Sport. Ein richtig toller Füller, ja. Ich hab ihn mir gekauft, weil ich finde, dass die Feder wirklich hervorragend schreibt. Ein deutsches Produkt mit einer deutschen Feder, M-Feder, und die schreibt so sanft, das ist unfassbar, wie toll die schreibt, ja. Also, davon mache ich auf jeden Fall noch ein Review. Ihr werdet das sehen. Aber nicht nur diesen Füller habe ich gekauft, sondern auch noch ein paar Spezialtinten, denn mein Kumpel Jan, der Lebensgefährte ist von der besten Freundin meiner Freundin, ja, der ist mit, den habe ich mit diesem Füller waren so ein bisschen angesteckt, der hat sich auch so ein paar Sachen dort gekauft gehabt, ja. Er hatte mir gesagt, dass in diesem Betrieb gibt es, also in diesem Laden gibt es so Spezialtinten, ja. So, und da bin ich natürlich rein. Hab mich dann auch so an diese Tintentheke gestellt und habe gesehen, dass die dort einige Diamine-Tinten haben. Ja, unter anderem hat sich das dann auch gewünscht. Meine Freundin, weil die mag ja diese Schimmerdinger so sehr, hat sich dann gekauft einmal Diamine Brandy Dazzle und Diamine Blue Pearl. Ja, zwei weitere Schimmertinten in unserer Sammlung. Nicht so ganz mein Ding, aber wenn es die Frau halt will, will es halt eben die Frau. Und wenn sie glücklich ist, bin ich auch glücklich. Ihr kennt das ja. Hier mit diesen Schimmerdingern dabei. Sieht schon schön aus, ja. Aber nicht nur das habe ich dann dort gekauft. Ich habe mich dort auch unterhalten mit der Inhaberin. Und ja, dadurch, dass sie ja Diamine-Tinten hat in ihrem Laden, habe ich es hier halt so erzählt, ne, dass ich Big G's Tintenkiste. Und dass ich, dass der Stefan von Diamine, ne, also der Deutschlandvertrieb, mittlerweile auch schon, würde ich sagen, ein sehr guter Bekannter von mir ist, mit dem ich auch schon
für den ich auch schon das eine oder die eine oder andere Tinte vorgestellt habe, von diesen zwei Farbentinten, Skull and Roses, November Rain und so weiter. Und das fand sie ganz toll. Hat mir dann auch gleich auf alles so ein kleines, so ein bisschen Rabatt gegeben. Und da habe ich ihr gesagt, ja, ich habe gehört, ihr habt Spezialtinten da. Und da hat sie mir dann schon mal so gleich zwei Stück gezeigt, die sie auch haben für sich extra anfertigen lassen. Und zwar ist das einmal hier eine Tinte, die aus Spätburgunder gemacht wurde. Das bedeutet, die ist aus Rotwein gemacht, ja. Und wenn ich jetzt hier so dieses Fläschlein hier öffne und allein schon an der Öffnung hier rieche, also an dem Deckel, es riecht in der Tat nach Rotwein, ja. Also trinken würde ich es jetzt nicht. Ich habe die Tinte auch noch nicht ausprobiert, aber ich werde davon auf jeden Fall ein Review machen, weil mich interessiert das. Erstens mal, wie sieht sie auf Papier aus? Wie verträgt sie sich im Füller mit dem Tintenleiter? Wie ist die Konsistenz? Lässt sie sich gut schreiben? Und vor allem riecht sie auch? Und vor allem auch riecht sie auch nach einer bestimmten Weile? Und da habe ich natürlich schon im Voraus ein paar Swabs gezogen. Ja, das ist dann hier. So sieht die aus, die Tinte. Und wenn ich jetzt hier so dran rieche, der Geruch ist zwar sehr, sehr schwach, aber er ist immer noch da, ja. Und darum interessiert mich das. Ich werde auf jeden Fall von dieser Tinte auch noch ein Review machen. Genauso wie diese hier von Atramentis. Ich weiß jetzt nicht genau, aus welchem Land die Firma kommt, ja. Aber auch eine Spezialtinte, die der Schreibwarenladen Knoblauch in Heidelberg sich hat anfertigen lassen. Die ganz gewöhnliche rote Rosentinte, ja. Und das Coole ist, ja, die ist natürlich auch rot. Steht ja auch hier Farbe Rot. Duft ist nach Rosen, also eine Dufttinte quasi. Und auch hier ist es so, dass wenn ich jetzt hier daran rieche, es riecht so intensiv nach Rosen. Also das ist wie wenn ihr in so einen Blumenladen geht und stellt euch in diese Rosenecke und das ist so unfassbar. Also jetzt keine Tinte für den Alltag, würde ich sagen, aber wenn man jetzt einen schönen Brief schreiben möchte, der schön duften soll und vielleicht an eine Frau, die man lieb hat oder sowas, wie auch immer. Das Schöne ist nämlich an dieser Tinte, dass, und da habe ich natürlich auch im Vorfeld schon einen Swab gezogen, leider hat sich das jetzt nicht so ganz vertragen mit dem Papier, wo ich jetzt hier aufgeschrieben habe, aber ich werde auf jeden Fall schauen, wie sich diese Tinte macht auf normalem Schreibpapier, weil es ist ja hier kein richtiges Schreibpapier, das ist ja mehr so eine Pappkarte oder sowas, ja. Aber wenn ich jetzt, also ich habe den Swap vor ungefähr 1,5 Wochen gemacht, ja, und selbst jetzt noch ist der Geruch dieser Tinte da. Jetzt zwar nicht so extrem wie jetzt direkt aus der Flasche, aber er ist da. Und wenn man jetzt sagt, man schreibt einen Brief und schickt den weg an eine Frau oder Geburtstagskind oder was auch immer, dann kann man davon ausgehen, dass die Schrift, also dass der Brief nach ein paar Tagen, wenn dann der Brief beim Empfänger ankommt, in der Tat wirklich nur riecht, ja. Wie gesagt, ich mache von dieser Spezialtinte, die extra für den Schreibwarenladen Knoblauch in Heidelberg gemacht wurde, mache ich auf jeden Fall auch noch mal ein Review. Und da bin ich ganz gespannt, wie die Tinte aussieht auf dem Papier und wie sie sich mit den Füllern verträgt und so weiter. Aber eins nach dem anderen. So, das hatte ich dann auch noch dort gekauft gehabt, ja. So, und das war unser Besuch im Schreibwarenladen Knoblauch, ja. Und dann, Freunde, ging es weiter, nämlich in den Heidelberger Lamy Flagship Store Laden. Ein riesengroßer Laden, nur mit Lamy-Artikeln. Das ist total krass. Also jemand, der ein richtiger Lamy-Fan ist, für den wird das Mekka sein. Für den wird das ein Tempel sein, ein Paradies. Und man kommt rein. Ich will euch das mal ganz kurz so erklären. Ihr steht vor dem Store oben ein großes weißes Schild mit dem schwarzen Lamy-Logo drauf, ja. Vor der Eingangstür steht ein riesengroßer Lamy All-Star, also nicht echt, klar, logisch, ne, aber halt ein Füller,
der euch dann auch quasi willkommen heißt und ihr kommt da rein. Links ist dann eine riesengroße Glasfront voll mit den teureren Modellen Lamy Emporio, Dialog 3, jeweils als Ballpoint, also Bleistift und Tintenroller und so weiter. Also alles, was es gibt, die ganzen teuren Dinger, seht ihr auf der linken Seite, auf der rechten Seite kommen die ganzen All-Stars in allen möglichen Farben, die derzeit standardmäßig erhältlich sind, mit allen Federvarianten. Dann gibt es Tintenproben zu machen, beziehungsweise man kann dort von der aktuellen neuen Lamy-Reihe, diese Crystal Inks, kann man dann dort mit lauter Lamy Vistas, die aufgestellt haben, so ein paar Schreibpröbchen machen, gucken, wie sehen die Tinten auf dem Papier aus, ja. Und da hat mir persönlich eine Tinte besonders ganz gut gefallen, nämlich diese hier. Das ist die Crystal Ink von Lamy, die heißt Amazonite, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, ja. Also Amazonite, vermute ich mal, heißt die. Und weil die wunderbar schattiert, die habe ich in meinen Caveco Skyline Sport hineingemacht, ja. Und meine Dame ist natürlich so, ne, so wenn man als Füllerverrückter in so einen Laden geht, nehmt die Frau mit, wenn ihr die angesteckt habt damit, kauft ihr auch was Schönes, dann ist es still, dann ist das Gejammer nicht so hoch. Ich wollte eigentlich den Dialog 3 dort kaufen, durfte ich jetzt nicht, klar, der war aber auch relativ teuer, deswegen habe ich gesagt, okay, holen wir uns die beiden Tinten, die hat ihr sehr gut gefallen. Außerdem noch haben wir uns noch den aktuellen Lamy All-Star in Bronze haben wir uns gekauft. Also eigentlich ich mir, aber wie ich schon einmal gesagt habe, Leute, meins ist meins und das, was ihr gehört, gehört, also das, was mir gehört, gehört ihr auch. Also ich habe keinerlei große Ansprüche, Eigentumsansprüche, wie auch immer. Ja, so ist das nun mal. Okay, dann die passende Tinte dazu. Das ist auch Lamy Bronze. Ist relativ orange, von der mache ich auch noch ein Review. Und weil ich die ohnehin schon haben wollte, seit einiger Zeit, nämlich Lamy Türkis Schrägstrich Pacific. Ja, also mache ich auch ein Video von der Lamy Türkis Tinte, die ja als der Lamy All-Star Pacific herausgekommen ist, hat man diese Tinte ja quasi verkauft als Pacific, Farbe Pacific Limited Edition, obwohl es vom Inhalt her eigentlich das stinknormale Lamy Türkis ist, ja. Wie auch immer, geile Farbe, also mir persönlich gefällt sie sehr. Und ja, ich durfte leider nicht mehr mitnehmen. Das war sehr schade. Dennoch aber bin ich relativ zufrieden mit meinem Einkauf dort. Wir haben einiges an Geld dort gelassen, aber eigentlich können wir froh sein, dass wir nur das gekauft haben, denn wenn die Frau nicht dabei gewesen wäre, ich wäre jetzt bankrott. Sage ich ganz offen und ehrlich, ich wäre jetzt pleite. Ich hätte mein ganzes Gehalt hätte ich dort ausgegeben und man wird wahnsinnig. Also Safaris, All-Stars, alles, 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 was es von Lamy gibt, konnte man dort kaufen. Wahnsinn. Also ist auf jeden Fall einen Besuch wert, wenn man nach Heidelberg fährt und sich da mal so umschaut, was gibt es da in dem Store und so weiter. Nehmt euch viel Geld mit, ja. In der Regel ist es so, die Dinger, die werden nicht, die Füller im Flagship Store sind in der Regel immer teurer, als man sie jetzt online bekommen würde, ja. Und ja, mein Kumpel, der Jan, der hat sich dann auch mal gleich mehrere gekauft. Ich glaube, also auch jetzt nicht dort im Store, sondern halt bei Amazon bestellt. Ich glaube, er hat den da auch. Er hat sich den Ocean Blue geholt, er hat sich den Pacific Blue geholt. Den da hier, den hat er auch. Das ist ja dieser LX Gold, ja. Der sich ja unterscheidet hier eigentlich durch die Farbe von dem Endstück hier. Dann hier oben an der Kappe. Hier habe ich ja auch schon ein Review von gemacht. Stahl, Feder, Schwarz. Aber ansonsten eigentlich ein ganz normaler All-Star. Ja, okay, Freunde. Also, das war's eigentlich für jetzt dieses Video. Die nächsten Videos werden folgen. Dann gibt es die Tintenreviews und die ganzen Füllerreviews. Und ja, also das war jedenfalls so mein Einkauf in Heidelberg. Das Geld, was ich dort gelassen habe, hat zwar irgendwie wehgetan, aber
ganz ohne Souvenirs kann man natürlich auch nicht auskommen. Von daher, wir sind ganz glücklich mit dem, was wir da gekauft haben. Und ja, okay, Freunde, also das war's jetzt für dieses heutige Video. Reviews der Tinten und der Füller folgen. Hat es euch Spaß gemacht? Hat euch das Video gefallen? Dann gerne ein Like. Ich freue mich immer, das wisst ihr. Kommentiert auch sehr gerne. Gefallen euch meine Videos im Allgemeinen, dann gerne auch abonnieren, mit Glocke drücken, damit ihr auch wirklich immer informiert seid, wenn ich was veröffentliche. Und dann bis zum nächsten Freunde, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Bis bald und tschüss.